willkommen an den kleinen Klemmbaustein-Studio. Ich bin der Mike. Eine weitere Rarität. Ein Lego und Duplo-Katalog aus dem Jahre 85. Den gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Wo kommt der eigentlich her? Von Horten. Zweigniederlassung Braunschweig. Nee, gar nicht. Hannover. Gehört auch zu Zweigniederlassung. Schlechter Stempel. Aber egal, wir gucken uns den Katalog mal gemeinsam an. Ich wünsche viel Spaß. So, Lego-Katalog. Das blendet vom Fenster raus rein. Ich habe gerade Rollo schon zugemacht, aber es hilft nichts. So, Lego Duplo. Duplo-Spielzeug für kleine Hände und große neugierige Augen. Ja, da kann man drauf rumbeißen noch, was wenn hier heißt. Gerade mit Geräuschen und so, wenn ich hier so guckt hier. Blättern mal weiter. Ja. Bauernhof. Pferdchen. Dann haben wir wieder die Duplo-Eisenbahn. Gab sogar Weichen von Duplo. Cool. Schönes Schiff. Das waren noch vernünftige Basic-Sets. Für noch mehr Spielspaß. Ja, viel Farben gab es nicht, ne? Wenn man so guckt. Schwarz, Rot, Gelb, Blau, Weiß. Grün war meistens Platten, Grau waren die Fliesen. Und trotzdem hat man da Spaß gehabt, kann ich hier bezeugen. Zu meiner Zeit gab es ja noch weniger. Basic Sets. Gibt es auch nochmal Basic Sets. So ein bisschen Technik dabei. Ein schöner Laster. Lieferbar ab Mai 85. Das beste Spielzeug bauen Kinder selber. Sich selbst, oder? Ja, stimmt. Ein Aufziehmotor in diesem Spiel und Sammelbeutel, Legosteine reinschmeißen, zuziehen, fertig. Hier Dachsteine, gab es alles mal früher, aber neu leider nicht mehr. Das machen andere Klemmbausteinhersteller. Hier ist ein 4,5 Volt Motor. Bau und Spielbuch, das kenne ich überhaupt nicht. Hier Platten, Platten, Platten. Hier haben wir wieder Fabuland. Reich an Fabuland. Sieht doch schön aus. Die Burg kommt mir ein bisschen bekannt vor, wie meine alte gelbe Ritterburg, die 751, glaube ich. Jetzt nur in Grau. Vom Eingang etwas abgewandelt. Hier gab es dann schon die richtigen Pferde schon. Eine Burgschmiede. Belagerungsturm gab es. Hier die große Wehrritterburg. Das ist auch nochmal die kleine Ritterburg. Hier sechs einzelne Ritter. Solche Sets gibt es ja gar nicht mehr für sechs Stadtmenschen oder sowas. Männlich, weiblich. Vielleicht mit Kindern. Dann so achtteilig oder sowas.
gibt es ja leider nicht mehr. Kann man sich nur mit Legos zusammenstellen, da hat man auch nicht alle Teilnehmer vielleicht haben möchte. Und auch hier haben wir noch das treue Programm Gebäude auf Baseplates mit Straßenanschluss. So ein Formel 1 Rennwagen. Dann ein Helikopter. Ist noch vieles wie aus dem anderen Katalog. Dem 83er, was wir vorher hatten, glaube ich. Ne? War das der 83er? Das war der 84er. Bin ich durcheinander gekommen? Hier ist ein Motorradhändler, die Tankstelle kennen wir schon. Hier das Reihenhaus sieht auch schön aus. Hier eine Autowerkstatt mit Rolltor. Hier Bäume und Blumen gab es einzeln zu kaufen. Was gab es alles mal? Hier, vernünftige Straßenplattenpakete. Ja, hier fing es auch schon mit Flugzeugen an. Im Flughafen Tower mit Helikopter. Eine schöne Polizeistation, auch mit Helikopter hier. Auch auf einem schönen Baseplate. So ein kleiner Eiswagen. Und zwar auch hier wieder 6 verschiedene Figuren. So ein kleiner Traktor. Kleiner Betonmischer, ganz klein. Jetzt sind wir jetzt wieder im Weltraum. Ultraschalltransporter. Und auch hier konnte man noch eine Raumkuh kaufen, 6 verschiedene Figuren. Das mobile Oberflächenkontrollcenter sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber gut, okay, kann man machen. Die mobile Licht- und Schallmessstation, die ist schon witziger. Der Radio, Sondentransporter. Das hat enorm Spielwert hier. Luna-Zentrum mit Meteoritenkammer. Funktionaler Planetentruck. Sieht so billig zusammengeschustert aus, wie von so einem Kleinkind. Aber gut, okay. Sonnenobservatorium, ja. Das kann man auch durchgehen lassen. Aber das sieht merkwürdig aus. Na gut, warum muss ja nicht alles gefallen? Ein paar kleinere. Hier ist ein kleiner Bagger hier. Das Geomobil, das sieht ganz witzig aus. Ich glaube, das baue ich mal nach. So eine Art und Weise. Wo ich Teile für habe. Dann hier wieder Schiffe. Gab es immer 3 Schiffe zur gleichen Zeit bei Lego. Sirenen, Blinklicht, Funkzeichen für Lego, Land, Stadt und Raumfahrt. Stufen Exofern Orbiter. Mit Polarlichtschutzblende. Ja, ein Galaxis-Roboter. Könnte man alles damit machen. Ich habe das Gefühl, es gab damals mehr und besseres, aber die Kataloge waren irgendwie dünner. Hier wieder Eisenbahn. Immer noch das 4,5 oder 12 Volt System. Die Schranken wurden langsam besser. Fahrräder kamen zu der Zeit auf, anscheinend. Dann nochmal so ein Reparaturwagen, diesmal aber in Gelb. Nochmal so ein kleiner Güterbahnhof mit Laderampe. Beschränkter Bahnübergang mit Wärterhäuschen. So ein Kranwagen mit Stückgut gleichzeitig.
ist ein verdammt abgespeckter Bahnhof, was da ist. Können wir ein bisschen besser machen, aber gut, okay. Dafür hat er Licht, kann man nichts einbauen. Die Profibahn für Bahnprofis. Auch ein schöner Zug. Hier ist ein Rangierlok in TE-Farben. Mit Kuppelstange sogar. Ein schöner automatischer Bahnübergang mit Blinklicht und allem drum und dran. Diese Ansehenskreuze, die habe ich sogar noch. Hier kann man einzelne Lampen kaufen. Beleuchtung. Ganzes Schienmaterial. Da mit dem 12 Volt Einbaumotor mit Kuppelstangen. Und den Travo, gleichzeitig auch Spaltung war für die ganzen Signale und Weichensteuerung. Bisschen Lego-Technik, hier mit Pneumatik, fast ein Knoten in der Zunge. Schöne Modelle, neuen Gabelstapler, im letzten Mal den gelben ja gehabt. Ein Kasten, tolle Möglichkeiten. Gibt noch so ein großes Technikbuch, gibt es auch hier separat nochmal. In einer Kiste kommt mal drei Sachen. Gut, das gibt es heutzutage ja auch noch, aber in den einfachen Modellen nur. Gab es dann noch Zubehörsets. Hier mit Motoren getrieben. Wieder so ein Motor. Ja, sind wir schon wieder durch. Ja, hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Video. Schreibt in den Kommentaren, was ihr von diesen alten Sachen so haltet. Bis denn, ich. Ciao, ciao.